Guten Morgen. Wow, 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 einen Moment mal. Wer sind denn Sie? Oh, ich bin Deborah Miles, aber du kannst mich Debbie nennen. Ach wirklich? Und was tun Sie hier? Nenn mich Debbie. Ich bin die neue Mitarbeiterin. Schön, aber was ich eigentlich meinte ist, was machst du hier in diesem Outfit? Was meinen Sie? Ich meine, ich würde nie jemanden so einstellen wie dich. Wie soll ich es am besten sagen? Wie soll ich es sagen? Du gehörst nicht hierhin. Du bist nicht wirklich vorzeigbar. Es ist egal, wie ich aussehe. Ach, ich bin müde von dieser Persönlichkeit, Individualität. Ugh. Schau, in deinem Fall macht es wirklich etwas aus. Und warum? Wegen einem guten Grund. Komm her. Du bist eine Frau. Und dein einziges Werkzeug ist ein Minirock, richtig? Erinner dich doch einfach das nächste Mal, wenn du versuchst, in einem Büro zu arbeiten wie dieses hier. Übrigens haben sie sich schon eingerichtet. Noch nicht? Sehr gut, lassen sie es einfach. Ich habe sie persönlich angestellt und ich verspreche Ihnen, sie ist eine vielversprechende Newcomerin. Ich würde sie an ihrer Stelle im Auge behalten. Ach, Sir, ich bin nicht in der Position, mit Ihnen zu diskutieren, aber... Aber was? Haben Sie sie gesehen? Ja, natürlich. Wo ist das Problem? Ja, also... Kein Problem, Sir. Alles in Ordnung. Absolut gut. Es ist halt nur... Ich hatte ja keine Ahnung, dass wir noch Leute einstellen. Ich war einfach ein wenig überrascht. Hören Sie, Baxter. Ich verstehe Sie, aber so sind die Dinge nun mal halt. Und das ist jetzt so. Ich hoffe, dass Sie beide zusammen klarkommen. Das war's. Nun, Daisy. Ich bin Debbie. Wie auch immer. Du hast Glück, dass du bei uns bleiben kannst, aber tust du mir einen Gefallen? Bleib mir aus den Augen. Wenn du das sagst. Perfekt. Noch etwas. Wie wäre es, wenn du dir selbst einen Gefallen tust und kaufst ein bisschen Schminke? Schaffst du das? Also Leute, wie ihr vielleicht schon wisst, in anderthalb Wochen kommt unser CEO in die Abteilung und führt ein persönliches Review durch. Ihr habt eine Woche, eure Projekte bei Mr. Kintin einzureichen. Er wird die besten aussuchen für eine Präsentation. Die Bedingungen dafür kamen vorher schon via E-Mail. Gut, dann viel Glück Ihnen. Das können wir tun, ich meine das doch gut. Mr. Kintin? Ja, Daisy? Ich bin Debbie. Was wollen Sie? Ich habe die E-Mail nicht bekommen mit der Testaufgabe. Ich weiß. Ich hab's gecancelt. Aber... Ach, schau, Daisy. Sie brauchen keine Aufgaben. Verstanden? Warum gehen Sie nicht zurück und erledigen irgendwas anderes? Achtung, Achtung, komm. Geh, hopp, hopp. Los, los. Hi, ich bin Debbie. Hi. Ich bin neu hier. Oh, hi. Ich bin Gloria. Schön, dich kennenzulernen. Möchten Sie? Nein, danke. Hör mal, hast du die Aufgabe vom CEO bekommen? Ja, hab ich. Oh. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ehrlich gesagt. Ich verstehe. Vielleicht kannst du sie an mich weiterleiten. Ich werde sehen, ob ich es herausfinden kann. Klar. Kein Problem. Super. Weißt du, ob die Aufgabe schwierig ist oder... Ich glaube nicht. Es ist nicht wirklich meine Stärke. Ich mache normalerweise Übersetzungen. Aber Baxter hat mich gebeten, seiner Abteilung beizutreten. Und jetzt ist es meine Aufgabe, so zu tun, als genieße ich seine Aufmerksamkeit. Belästigt er dich? Das wäre untertrieben. Wirklich? Aber warum lässt du dir das gefallen? Was soll ich machen? Ich werde gefeuert. Schau, ich finde nicht, dass andere Menschen deine Würde verletzen dürfen. Egal was ist. Wie oft habe ich mir genau das Gleiche gesagt?
Wie auch immer, ich schick dir alles zu. Ja, danke dir. Gerne. Mr. Kenton? Was wollen Sie? Ich habe die Testaufgabe erledigt. Sie haben was? Wer hat Ihnen von der Testaufgabe erzählt? Ich fragte Gloria. Du hast also Gloria gefragt. Du kannst dich glücklich schätzen. Wir haben ja einen Schredder. Direkt hier vorne auf der Ecke. Wieso benutzt ihn nicht einfach, hm? Was meinst du? Was ich meine ist, niemand wird deinen Test lesen. Niemand wird dein Projekt ansehen wollen. Keiner wird sich für dein Projekt interessieren. Verstanden? Also, wieso tust du dir nicht selber einen Gefallen und zerstörst einfach dieses Stück Papier? Und machst sowas nicht nochmal, ja? Der Natur zuliebe, bitte. Dankeschön. Alles klar. In diesem Fall denke ich, dass ich es Mr. Preston direkt zeige. Ach, wirklich? So soll es also laufen, hä? Ja. Sehr gut, sehr gut. Und du denkst, er wird an deinem Projekt interessiert sein? Wir werden sehen. Weißt du? Du hast irgendwas an dir, Dummchen. Ich weiß nicht, was es ist, aber vielleicht, wenn du deine Haare offen machst. Noch eine Bewegung und ich schreie. Schreien? Wie laut. Was zum Teufel? Oh! Sind Sie verrückt geworden? Okay, geben Sie mir das verdammte Projekt. Ich lese es später. Gehen Sie, gehen Sie. Oh. Los, los! Oh. Verrücktes Ding. Daisy, in meinem Büro. Ja? Daisy, 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 herzlichen Glückwunsch. Ich meine, Sie haben den besten Job erledigt in der ganzen Abteilung. Es ist eine sehr gute Arbeit von Ihnen. Danke, Sir. Ja, gerne doch, aber ich habe mich entschieden, dass Gloria wird dein Projekt dann vorstellen, deswegen könntest du ihr vielleicht im Detail erklären und bitte schnell, worum es geht? Ich verstehe nicht. Debbie, ich wollte nicht. Du bist jetzt besser ruhig. Verstanden? Was hast du bitte nicht verstanden? Wenn der CEO ankommt, wird sie dein Projekt vorstellen. Ganz einfach. Aber aus welchem Grund? Der Grund ist ganz einfach. Es ist wegen dir. Alles klar? Du. Ich hab dir doch schon erzählt. Du bist einfach nicht vorzeigbar. Weißt du? Und das könnte einen sehr schlechten Effekt auf unser Projekt haben. Daher. Gloria wird also dein Projekt vorstellen. Unter ihrem Namen. Aber du und ich, wir kennen die Wahrheit. Ich meine, komm schon. Du weißt doch, dass es darauf ankommt. Das war's. Ah, du kannst es einfach sagen. Sag es einfach. Was ist für dich gut? Willst du vielleicht in ein Restaurant gehen? Ich begleite dich. Warst du schon mal in einem Restaurant mit einem echten Mann? Ich denke nicht. Oder hängst du nur rum mit, ich weiß nicht, Katzen? Oh, Daisy, Daisy. Das finde ich nicht fair. Schnauze! Wenn dir irgendwas nicht gefällt, du kannst immer gehen. Daisy? Also geh, bitte. Jetzt! Gloria? Debbie! Wohin gehst du denn? Debbie! Ich sage dem CEO morgen, dass es dein Projekt ist. Aber warum? Weil es nicht fair ist. Und du hast die ganze Arbeit getan. Baxter wird dich feuern. Ist mir egal. Ich habe ihn und sein Verhalten satt. Was auch immer passiert, meine Würde lasse ich mir nicht nehmen, richtig? Hey, kann ich reinkommen? Ja, kommen Sie rein. Danke, Sir.
Morgan. Die CEO wird gleich wieder da sein. Sie hat sich nur für ein paar Minuten entschuldigt. Sie wissen Dinge und so. Sie? Der CEO ist eine Frau? Ja, sie ist eine Frau. Ist das ein Problem? Nein, nein, Sir. Also absolut kein Problem. Ich meine nur, es ist... Hätte ich das gewusst, hätte ich engere Hosen angezogen. Ich glaube, nach dieser Präsentation haben wir beide ein ernstes Gespräch unter vier Augen, okay? Ja, Sir. Okay. Ah, da kommt sie. Guten Morgen. Entschuldigt, ich bin etwas spät. Debbie? Was machen Sie denn jetzt hier? Daisy. Du hast mich die ganze Zeit Daisy genannt. Erinnerst du dich? Mein Name ist Daisy Morgan. Und ich bin der CEO von dieser Firma. Also bereiten Sie eine Präsentation vor? Für sich selbst? Vergiss die Präsentation. Die eigentliche Präsentation ist hiermit abgeschlossen. Lass es mich erklären. Wissen Sie, wie viele Männer ich wie Sie, Mr. Clinton, schon getroffen habe? Männer, die denken, dass wenn du eine Frau bist, du kein Profi sein kannst. Wie viele Firmen ich schon verlassen musste, weil sie meinten, mein Rock sei nicht so kurz. Ich habe versucht zu ignorieren oder zu akzeptieren, bis mir eine Sache ganz klar wurde. Es gibt nichts Wichtigeres als die Menschenwürde und niemand hat das Recht, sie zu verletzen. Und als ich diese Firma übernahm, wurde diese einfache Regel zur Grundlage ihres Wesens. Das verlange ich von mir und das verlange ich auch von meinen Mitarbeitern. Respekt vor der Würde der anderen. Mrs. Morgan, Sie haben mich falsch verstanden. Ich glaube nicht, Mr. Kinton. Sie zeigten, wer Sie sind. Sie denken, wenn Sie Macht haben, können Sie andere manipulieren, das zu tun, was Sie wollen. Sie geben nicht das, was Sie wirklich brauchen. Noch mehr, Sie nehmen das Einzige, was Sie noch haben. Also, bedeutet das, ich bin gefeuert? Das ist richtig. Aber Sie werden ebenso festgenommen. Die Polizei wartet draußen schon auf Sie. Was? Wovon reden Sie? Was meinen Sie? Dachten Sie wirklich, Sie würden entkommen? Mit all den Belästigungen, die Sie in diesem Büro begangen haben? Miss Morgan, ich flehe Sie an! Stoppen Sie, Mr. Kinton. Wenn ich Sie einfach nur feuern würde, würden Sie in ein anderes Büro gehen und damit weitermachen wie bisher. Ich verspreche! Mr. Kinton, das ist ein Verbrechen. Und Sie rufen besser Ihren Anwalt an, jetzt sofort. Was? Wow, das habe ich wirklich nicht erwartet. Dankeschön. Danke Ihnen, Gloria. Apropos, Mr. Preston wird den Papierkram ausfüllen. Sie werden der neue Leiter der Übersetzungsabteilung. Was? Aber ich... Sie schaffen das. Sie haben mein Vertrauen und meine Unterstützung. Und erinnern Sie sich, wer Sie sind. Das ist wichtig.